Die Diagonalen AC und BD eines Vierecks ABCD sind senkrecht zueinander und messen 4 cm und 6 cm. Frage: Wie groß ist der Flächeninhalt von diesem Viereck? Hier ist solch ein Viereck, wie beschrieben, und um den Flächeninhalt von diesem Viereck zu berechnen, konstruieren wir zuerst dieses Rechteck. Dieses Rechteck ist genau doppelt so groß wie das Viereck, denn dieses Dreieck befindet sich im Rechteck ein zweites Mal. Dieses Dreieck befindet sich im Rechteck ein zweites Mal und dasselbe für die zwei anderen Dreiecke. Also ist der Flächeninhalt von dem Viereck genau die Hälfte vom Flächeninhalt des Rechtecks. Der Flächeninhalt vom Rechteck wird berechnet durch Breite 4 mal Länge 6. Dieser Flächeninhalt beträgt also 24. Und demzufolge ist der Flächeninhalt vom Viereck ABCD die Hälfte von 24, das heißt 12. Die richtige Antwort auf die gestellte Frage ist also B. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade bearbeiten.